Jawohl, Freunde, mit dieser schönen akustischen Kulisse. Ja, willkommen zurück auf Outlast. Boah, ey. Da war ich gerade erstmal einen Schock gekriegt, eine kleine Gänse auf, wo ich ihn das. Ja, so, wenn man an dieser Stelle ist und startet, kommt ihr von hier, ja, wo wir wegkommen. Dann kommst du hier raus, gehst ins Zimmer, machst die Tür auf und dann hast du mega Blitzschlag und Donnerschlag. Also krass, ey, ich hab immer noch Gänsehaut. Oh, und ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Runter. Ah, wir können. Ah! Wir können uns hier an der Seite lang wechseln. Wahrscheinlich das andere Zimmer da rein. Wieso sind die alle nackt? Was ist mit denen? Und halbnackt. Die haben ja oben was an, aber unten rum hätte ich ja verstanden, wenn man was angehabt hätte, aber nicht umgekehrt. God has money. God hates sickness. Okay, keine Ahnung, was das jetzt heißt. Für die Leute, die englischsprachig sind, ich bitte um Unterstützung. Hier muss es ein Noob, der kann nicht mal Englisch. Das eine oder andere verstehe ich schon, aber da hört dann bei mir auch schon auf. Sind wir jetzt hier? Keine Ahnung. Ja, Schöppel, das ist auf jeden Fall eine Kirche. Riesen. Dass da oben nicht die Wand abfackelt oder sowas, wird da heiß werden auf Dauer. Denn da ziemlich hoch, muss ich sagen. Eieieiei. Ach ne, die Prügelbrüder. Die Pimmelmänner. Was ist mit denen? Ja, auf jeden Fall gut. Alles okay bei dir? Der hat ja gar keine Augen mehr? Wie festgewurzelt. Ey, das ist eine Wachsfigur. Treiben die da hinten? Oh Mann. Okay, jetzt wird. Also der Padre, die Musik ganz schön laut irgendwie auf dem Kopfhörer gerade, muss ich meinen. Meine ich mal zumindest. So, machen wir die auch mal zu, die Tür. Eieieiei. Mein Job, sie allein sollen entkommen, um zu berichten. Dies ist ihr vorletzter Prophetenamen, Freiheit von Tod versprochen. Und dies ist sie. My resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Ah!
Mann. Da ging aber schnell. Was für der? Aber die Batterie. Hat eine kranke Scheiße. Du glaubst doch nicht, dass du widerstehst. Wenn du da, das ist der Scheiterhaufen, dann wirst du verbrannt, Mensch. Kranken, Leute. Danke. So, wir haben. Okay, er ist jetzt auch weg. Schauen wir erstmal hier, was hier ist, aber hier ist ja nichts wahrscheinlich. Ne, nur. Wieder alles verrammelt, verriegelt. So, warte mal, wir haben jetzt gerade einen Eintrag. Ne, da war es nicht. Was war das? Die Leidenschaft vom Vater Martin. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Okay. Ja, dann werden wir das wohl tun. Lalala. Macht's gut, ihr zwei nackten Halbspacken. Ich geh dann mal. Ich hab da einen Schlüssel, warum benutzt du den nicht? Ach scheiße. Ich muss zurück. Ach nee. Wie jetzt? Ist zu. Die Scheiß liegen, Mann. Und jetzt? Entschuldigung fürs Boost gerade, aber diese Fliegen, ey, das ist beim Aufnehmen sind sie sogar selbst. Ah, oh, ah. Ja. Scheiße. Ach Mann, ey! Du mieser Wemser! Oh. Nein, ich bin am Arsch, Mutti! Oh. Was? Ah! Ich fall wohl runter! Nein! Das ist nicht mal witzig. Lass mich rein. Licht, ich sehe nichts. Scheiße, zu fest zugemacht. Oh. Ah! Yeah, oh, Captain Jack, da war Riveted. Kann ich hier was machen, nein? Oh. Da
Bett versteckt. Still close. Oh nein. Still close. Ich werde dir verfolgt, das kann doch nicht wahr sein. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Boah. Frag mich jetzt nicht, Leute. Was das gerade war, dieses Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Ich weiß, dass das zum Streaming gehört. Ich weiß nicht, was das gerade jetzt hier an Aufnahme zu suchen hatte. Er guckt jetzt die ganzen Zimmer nach. Ja. Hielt mir jetzt aber ganz schön die Wumse, ey. Ich weiß nicht, wohin muss. Ja, und jetzt die ganze. Scheiße. Der patrouilliert jetzt hier. Was machen wir denn jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber wie? Schockschwere Not. Na. Geh doch mal unter das Bett, Mann. Okay, er ist nach rechts abgehauen. Jetzt komm raus da. Jo, ist klar, Norbert, ist klar. Scheiße. Ei. Was macht der da? Der ist doch rechts weggegangen. Ich versuch's mal in Hocke. Aber, ach, der Scheißzettel hier. Ich wollte gerade die Fliege erschlagen am Monitor. Ah, oh, da kommt er wieder. Er war so da hinten. Ich hätte jetzt locker in die andere Richtung laufen können. Diese Scheißfliegen. Komm wieder! Entschuldigt, Leute. Entschuldigt, aber beim Fliegen, da verstehe ich langsam keinen Spaß mehr. Das ist eigentlich gerade laufen, aber. Licht an, ich sehe nichts. Okay, Batterie.
Das ist das Fenster zu. Kein Schrank, wo kann ich wohl sein unterm Bett? Oh, Scheiße. Man sieht an der Hand das Stück Knochen. Da. Grrr. Also unter dem Schreibtisch können wir jetzt nicht. Die Musik ist wieder übertrieben, mega übertrieben. Nein, hier kann ich nicht. Oh nein! Propagandas da. Ah! Geh doch weg, Mann! Ah! Ich komm an. Ja, kommst an dem auch nicht vorbei. Das, da war der Feierabend. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch. Mach auf! Geh rein! Geh, geh! Wo? Scheiße! Oh, der guckt unter der Bett nach! Was? Ich weiß, dass da hinten eine Batterie ist. Geh da mal, geh runter! Ach, Mann, du! Geh doch weg, Mensch! Ich komme hier nicht weg! Ich drück dann noch auf die Taste, damit er sich unterm Bett versteckt und ich krieg einfach nicht diese Einblendung. Das ist ja mal total. Das ist. Alles klar. Der hat mich gar nicht sehen können. Scheiße, jetzt, ich muss dahin, wo der jetzt wegkommt. Mach auf, geh rein, komm. Batterie nehmen wir mit. Oh Mann. Komm ich hier? Moment. Ach, da oben! Da ist ein Lüftungsschacht. Da! Mann! Lass mich los! Steh auf, Norbert! Steh auf! Steh, renn! Ach, komm mal! Hey. Ui. Oh, Scheiße! Alter, wie geht die Puste, ey? Halt da aus! Uiuiui! Ach, Scheiße, hier ist die Küche! Der kommt da bestimmt auch gleich rein. Mama! Thank you.
da. Alter. Oh, Kehr. Haben wir's. Alter, wir haben's. Jetzt da unten in die Wartungshalle, in den Empfangbereich. Wie, was? Noch eine Stufe tiefer? Nein, ich will dich doch gar nicht hin. Ich will nicht in den Keller. Finde einen anderen Weg nach draußen. Lol. Ja, ich will aber Mutti. Okay, der fällt wieder nach oben. Drücke linke Maustaste zum Öffnen oder halte linke Maustaste gedrückt. Wo bin ich denn hier gelandet? Okay, Virus langsam drehen. Was ist denn hier kaputt, ey? Ich weiß, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was es bedeutet. Von dieser Einrichtung hier unten wusste ich ja noch gar nichts. Sehr, sehr modern. Dafür, dass man sieht, dass oben alles so kaputt ist. Ja, das sieht ein bisschen doof aus hier mit diesem Stein und mit den Rohren dahinter. Da hätten sie mal hinter diesen Glasscheiben vielleicht eine schicke... Ja. Was ist hier passiert? Da liegt eine Batterie, oder was? Ja, so wie beim Aquarium, so eine schöne Landschaft, hätten sie so ein Plakat dahinter kleben können. Batterien haben wir jetzt natürlich jetzt fast voll, ne? Ja, wir brauchen noch zwei Stück, dann haben wir unsere 10. Aber ich glaube, wir befinden uns, Freunde, bei Outlast Whistleblower, oder wie das heißt? Whistleblower, oder wie andere Leute es aussprechen. Also habe ich das Gefühl, das geht automatisch nahtlos weiter. Aktiv. Da, scheiß Kamera. Er hat einen weggekriegt, wo sie runtergefallen ist. Ist halt also, ja, ne, bei so einem Hightech-Gerät. Ja.